Leute, weiter geht's bei Pokémon Schwarz. Und wie angemerkt, bin ich jetzt wieder hier vor dem alten Tempel, den wir nun betreten möchten. Oder auch nicht. Stopp, Johnny! Das dort ist der Eingang zum alten Tempel. Du bist wirklich unglaublich, Johnny. Du hast es tatsächlich noch vor mir bis hierher geschafft. Ja, ich war auch schon mal hier, hallo. Die Kämpfe gegen die Pokémon hier in Wüstenresort haben mehr Zeit und Mühe gekostet, als ich erwartet habe. Weißt du, Jared, es gibt so eine Erfindung, die nennt sich Schutz. Ich weiß, es klingt irgendwie paradox, aber es schützt dich vor Pokémon. Mhm. Ich verdanke es meinen Pokémon, dass ich es bis hierher geschafft habe. Lauro ist schon vorgegangen. Los, lass uns keine Zeit verlieren. Sehr gut. Okay, wie gesagt, hier unten waren wir schon mal. Und ich darf mir hier nichts fangen. Ja, vom Level her sollten wir jetzt keine Probleme mehr haben. Und es wäre vielleicht klug, wenn ich einen Schutz reinhaue. Wäre vielleicht nicht das Dümmste, ne? Wenn ich das jetzt wieder finden würde. Irgendwo hier. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, Leute. Macht euch keine Sorgen. Halt da. Bei der Sanftglocke. Okay, gut. Dann würde ich noch gerne das Item da einschalten und dann sollten wir irgendwie... Shit! Ich darf nicht rennen. Ich hab's ja kapiert. Ich hab's ja kapiert. Ich darf nicht rennen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Jeder kann mal einen Fehler machen, ja? So, dann laufe ich halt hier drüben rum. So und so. Und jetzt kann ich auch hier vorbei. Ha! Das mit dem Sand hat sich erledigt. Du kannst nun weiter nach unten gehen. Was für ein Zufall, dass ich genau jetzt weiter nach unten darf. Viridius. Meister Jesus will es so. Es gilt nun herauszufinden, wie stark du wirklich bist. Dann zeig mal, ob du das Zeug dazu hast, Team Plasma zu schlagen. Ich dachte schon, du willst kämpfen. Nee, du willst das nächste kämpfen, meinetwegen. Und dann müssen wir scheinbar doch weiter nach unten. Ich habe schon viel von dir gehört. Ja, du solltest deine Pokémon regelrecht schinden. Was? Ich behandle meine Pokémon gut. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mein Bestes. Ja. Drei Pokémon. Okay. Ein Gengar. Das könnte doch idealer gar nicht mehr laufen. Wir haben Angie an der Spitze. Eine Geistattacke trifft nicht, aber wir sind mit Psycho effektiv auf Gift und kriegen noch Step dazu. Außer natürlich der Tiefschlag kommt. Alles andere wäre okay gewesen, aber der Tiefschlag, ist ein bisschen doof. Gut. Ja, und immer Pilze ein bisschen im Auge behalten. Voltolos. Voltolos. Das ist jetzt ein bisschen ein Problem. Bubble. Nein, nicht Bubble. Shit. Shit, 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 shit. Falsche Überlegung. Scheiße. Falsche Überlegung. Bubble, schnell zurück. Es tut mir leid. Nichts passiert. Bonnie, los! Du holst das Vieh jetzt bitte vom Himmel. Biss! Okay, okay. Ha, und dank dem Beulenhelm kriegt es ebenfalls Damage. Los, Bonnie, Flammenwurf! Zeig dem Vieh, wer der Großvisier hier in der Arena ist. Wir sind gar nicht in einer... Shit, Vergeltung! Nein! Nein! Oh Gott, das war knapp. Wir sind hier gar nicht in einer Arena, verdammt. Wir sind hier im normalen Kampf. Vergeltung hat mir echt gerade ein bisschen das Herz stehen lassen, ja. Es ging nochmal gut. Super Pony. Pablo hat noch ein Level Up. Pilzi ebenfalls. Pilzi lernt Wachstum. Was kannst du denn eigentlich? Songklänge und Blutsauger sind eigentlich Schwachsinn, ne? Ja, wer stärker, ne? Ah komm, Blutsauger ist zu schwach, das bringt uns eh nichts. Vielleicht ist Boosten irgendwann mal noch wichtig. So, ein V-Senior. Gut, da möchte ich aber wechseln und zwar auf... Wir versuchen mal Pilzi, komm. Vom Level her dürfte sie ja wieder einigermaßen dabei sein. Okay, Pilzi. Wir stehen alle hinter dir. Greif an mit dem Schlitzer!
Erholung. Bah, was für ein dummes Vieh. Ja, es sah gar nicht mal so schlecht aus. Slam, ja. Hahaha, Spodenwirt. Und das Vieh ist vergiftet. Super Pilzi. Fantastisch. Und das war der Crit. Und das war's. Super gemacht, Pilzi. Fantastisch. Fantastisch. Gut, dann sollten wir aber wieder mal ein bisschen heilen kurz. Und zwar mit den Supertränken, die wir noch haben. Einmal Pony auf jeden Fall. Es reicht. Pilzi. Und Angie. So. Ich habe keine Supertränke mehr. Das ist natürlich fantastisch. Und ich würde eigentlich gerne Liam an die Spitze setzen. Noch nicht Pilzi. Nein, dafür ist es noch zu früh. Wir setzen das Item da wieder ein und rutschen hier in die Tiefe. Dann haben wir hier das Item. Granabiere. Und dann frage ich euch, bei diesem Typen da, muss ich weiter oder muss ich nach unten? Ich gehe mal einfach nur weiter. Und ich versuche es mal zumindest einfach nur weiter zu gehen. Aber erstmal, ne, will der meine Pokémon sehen. Ich meine, kann er haben, aber okay, zwei Stück. Mitodos. Da habe ich wiederum eine gute Wahl getroffen mit Liam. Das gefällt mir. Und wie immer versuchen wir erstmal den Mogelhieb. Yeah. Wow, das war super. Soll ich jetzt Spuk... komm, ich nehme die Gewissheit. Krieg mir noch Step dazu. Das reicht auf jeden Fall. Obwohl Spukball hat natürlich wesentlich stärker ist. Ein Darmhirplex. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Versuchen wir Pilzi. Bin mir halt nicht sicher, ob das Vieh irgendwie eine Kampfattacke drauf haben könnte. Deswegen lieber nicht Liam. Mit Ruhe. Ist gar nicht mal so gut. Erstmal die Pilzspore. Ja. Rollentausch. Was machst du da? Ich hatte jedenfalls Sporenwert. Okay. Heißt für uns, wir wollen nicht mehr wirklich angreifen. Ich meine nicht mehr direkt. Wir wechseln auf Pony, ja, und setzen dann Feuer ein, um es nicht zu berühren. Mhm. Ich denke, das ist noch sinnvoll. Schlaf bitte weiter, Darmhirplex, ja. Danke. Und nun könnte es ein bisschen heiß werden, so ums Fell herum, ne? Flammenwurf. Ja, und es pennt sogar noch. Fantastisch. Nochmal Flammenwurf, weil, wie gesagt, wir wollen es nicht unbedingt berühren. So. Berühren! Nicht berühren! Berühren! Nicht berühren! So. Hätten wir den Kampf hinter uns gebracht, dann versuchen wir hier durchzukommen. Wo komme ich denn hier raus? Aha, auf der anderen Seite vermutlich. Jetzt ist die Frage, wo soll ich... ich würde gerne das Item mitnehmen. Ja. Vielleicht ist es was Schönes. Der Wandel dieser Welt kann nur unter großen Mühen und Schmerzen gesehen werden. Möchte aber keine Mühen und Schmerzen auf mich nehmen, mein Freund. Ist bestimmt nicht so angenehm. Driftlon. Okay, bei dem Driftlon. Ja, natürlich funktioniert der Mogelhieb und der Schlitzer nicht. Aber der Spukball funktioniert. Was ist das? Ja, war ganz okay. Porter, mach das ruhig, kleines Driftlon. Mach das ruhig, der nächste Spukball wird dich vom Himmel holen. Lass den Ballon platzen, Liam. So. So, und dann holen wir uns das Item. Aber wo soll ich mich jetzt fallen lassen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Volltakten, naja. Ich lasse mich einfach mal hier fallen, ja. Vielleicht ist es falsch, vielleicht ist es richtig. Oh mein Gott, wo soll ich denn hingehen? Da zum Item vielleicht. Ich könnte da hinten auch noch weiter. Ich könnte mir hier an zwei Stellen fallen lassen. Ich glaube, das spielt gar keine so große Rolle, kann das sein? Man fällt eh immer eine Etage tiefer, deswegen ja. Ein Tauboss. Habe ich schon mal angemerkt, dass ich irgendwie ein Elektro-Pokémon vermisse?
in meinem Team, ja. Beispielsweise so eventuell so ein Strips oder so. Wisst ihr was? Wir kämpfen weiter. Ich wollte jetzt eigentlich zuerst auf Bubble wechseln, aber nö. Versuchen wir mal, ob Liam das hinkriegt. Es ist auf jeden Fall schneller als Taubos, das ist nicht schlecht. Downregen. Ja, behalten wir im Auge das Problem. Behalten wir im Auge. Im Moment kann ich damit noch angreifen. Ja, okay, der Schaden ist zu gering mittlerweile. Sehr gut, ist ja gut, ist ja gut. Aber trotzdem, wir versuchen... Ach komm, wir benutzen den Schlitzer. Vielleicht kommt ein Crit. Und dann ist die Statuswertsenkung eigentlich eh egal. Na, okay, kein Crit. Und zack. Immer noch kein Crit. Wollte schon sagen, warum ist Liam immer noch schneller, aber halt wegen Wirbelwind, ne? Okay, dann kommt halt jetzt Bubble. Fantastisch, gut. Eisstrahl für den Fall der Fälle und... Warum wollte Taubos schon wieder Wirbelwind einsetzen? Ha! Komisches Vieh. Okay, haben wir dich besiegt? Dann holen wir uns das Item hier. Barbiri-Beere. Barbiri, hätte Barbi die bestimmt seine Freude dran. Ich versuche mal gegen alle Typen zu kämpfen. Vielleicht zeigen mir ja die Typen an, wo der richtige Weg ist. Das kann ja sein. Es ist nun mal unmöglich für einen dummen Trainer, das Potenzial der Pokémon auszuschöpfen. Für einen dummen Trainer. Unter Umständen könntest du recht haben, ja. Aber ein Trainer mit ein bisschen Verstand und, ne, du weißt schon, kommt das gut. Oh. Plepprin. Okay, hat das Vieh Kampfattacken drauf? Weiß es nicht. Weiß es nicht. Ich möchte es ehrlich gesagt auch nicht herausfinden. Bubble, das machst du. Vielleicht kommt ja eine Wasserattacke und das wäre umso besser. Geduld! Okay, gut, dann. Nee, dann warten wir. Kommt mal noch Pilz hier in den Kampf. So. Warum auch nicht? Ja, speicher du mal Energie. Es bringt dir einen Scheiß, bringt es dir. Dann wechseln wir wieder. Ja, sorry. Nee. Das ist mir dann zu gefährlich. Erzeugt es jetzt schon Energie? Bin mir da gar nicht mal so sicher. Erzeugt Energie. Ha! Hast du nun davon. Surfer! Nein, schon wieder Geduld. Shit. Geduld ist gefährlich. Außer ich kann es jetzt... Ja, okay. Noch einen Angriff und das war's. Ist in Ordnung. Ja, bei Geduld sollte man immer aufpassen. Geduld könnte echt eines von meinen überlevelten Pokémon one-hitten. Das möchten wir natürlich nicht erleben. Nidoking! Sehr schön. Angie, das machst du. Jawohl. Und da hätten wir es. Nidoking. Nidoking hat echt ein cool designtes Pokémon. Muss ich immer wieder betonen. Ist halt erste Generation, ne? Ja, auch da gab es Pokémon, die jetzt nicht ganz so toll designt wurden. Ja, ich gebe es ja zu. Ich meine, sehen wir uns mal einen Voltoball an oder so. Aber das war halt die erste Generation und da darf man nichts dagegen sagen. Außer vielleicht bei Pantimos und Rosana. Ja, da darf man. Aber sonst... Ne, im Ernst. Es gibt schon ein paar Fail-Designs mittlerweile bei den über 800 Pokémon, die es gibt. Aber Nidoking gehört definitiv zu den coolen. Definitiv und sowas von. So, den nächsten haben wir besiegt. Wie sieht's denn mittlerweile mit unserem Team aus? Was mache ich da? Sieht alles gut aus und wir können noch weiter nach unten. Alter, mein Item! Schutz wirkt nicht mehr. Gut, sofort Schutz einsetzen. Hier nämlich. Ja, das Item möchte ich natürlich mitnehmen. Komme ich da durch? Ja, komme ich. Einfach nicht rennen. Premierball. Ja gut, warum nicht? Warum auch nicht? Wusch. Da könnte ich rüber für ein Item, aber nö. Gibt es hier einen Doppelkampf? Wenn ja, dann... Bubble und Liam. Ich hätte gerne Angie und Liam. Einfach nur, weil sie mit dem Level noch ein bisschen zurückliegen.
Okay, gibt's überhaupt einen Doppelkampf? Wir kämpfen für unseren jungen König. Wir? Es könnte ein Doppelkampf werden, obwohl deine Partnerin noch ein bisschen zurücksteht. Nick, ach so, kein Doppelkampf. Na gut, dann halt nicht. Mach oh mai. Okay, Liam, definitiv uncool. Und Angie eigentlich auch wegen ihrem Normaltyp. Ich sehe mir gerade die Verteidigungswerte an. Nur was ihr denkt. Ja, Pony hat noch ein bisschen mehr, glaube ich, wenn ich jetzt das richtig gesehen habe. Deswegen, los, Pony! Ne, bei einem Machomai... Vergeltung kannst du auch, du Mistvieh. Ich habe aber den Beulenhelm drauf, weißt du? Holy fuck, habt ihr das gesehen? Okay, okay, okay. Taktik ändern. Tafelwasser. Hier. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob ein Flammenwurf das Vieh one-hitten würde. Ich glaube, jetzt können wir es riskieren, um anzugreifen. Friss das! Na, es reicht nicht. Shit und die Vergeltung. Gott sei Dank. Okay, und nochmal. Ja, okay. Pony übersteht das. Fantastisch. Es war ein bisschen zu knapp, wie ich finde. Dann ein Kindwurm. Gut, das macht dann wieder Bubble. Was sagt die Zeit? Ja gut, wir sind gleich durch. Aber diesen Trainer werden wir jetzt noch in den Boden stampfen. Okay, Kindwurm, friss den Eistrahl. So. Fantastisch. Ja, das war's. Gut. Ja, ich weiß nicht. Okay, Leute, bevor wir uns den nächsten Trainer noch vornehmen, würde ich sagen, das war's für heute mit Pokémon Schwarz. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.